So Leute, wir sind jetzt hier in meiner alten Hood, die ihr vielleicht aus der Sing Mein Song Doku schon kennt. In Bielefeld bzw. in Leopoldshöhe, weil wir müssen noch Merch holen. Die erste Ladung ist auch schon in Dortmund, aber leider hat das nicht alles gereicht. Und jetzt laden wir den nochmal und fahren dann nochmal nach Dortmund. Leute, wie damals bei der Post. Jo. Da habe ich die Pakete auch hier rausgeworfen. Die packt der Chef noch selbst an. Hast du die Dinger schon gesehen? Nein. Ich Glatzke de Wiest Val Eix. So holländisch, oder nicht? Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ey, können wir die in Holland verkaufen einfach? Weil das, was hier steht, ist das, was Timo meinte heute Morgen. Ah, das dauert zu lange. Wir müssen ein bisschen Gas geben hier. Bei der Post haben die 40, 50 Kilo gewogen. Das ist ja nix. Hier, das ist nix, Junge, nix. Hä? Für die Teile. Guck mal, das gibt Nico. Die ersten beiden Paletten neben unserer Tür. Das sind diese quasi. Die alte Ware. Ja. Die blauen? Ja. Die schwer oder leicht? Die alten blauen. Leute, hier TMG, ne? Mhm. Alles, was ihr braucht, ne? Dach, Heizung, Sanitär. Leute brauchen wir, Leute. Leute, wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter bei der TMG. Also alle Leute aus Bielefeld und Umgebung, bewerbt euch bei einem jungen, gut aussehenden, sehr starken, muskulösen Team. Hör auf, das ist scheiße. Louis, sind die alle sortiert hier, weißt du das? Ja, passt es einfach bitte nicht an. Okay. Werdet ein. Oder was? 2 hours later. So Leute, wir sind wieder in Dortmund angekommen. Ich parke jetzt den Laster und dann wird das Merch wieder hier ausgeladen, ne? Ist das dein Song? Da kommt mir die Arbeit von früher gelegen, ne? Ja. Ich bin mir nicht zu schade, auch mal selbst anzupacken. Was man lernt, lernst du fürs Leben. Ist das dein Soundcheck? Das ist mein Soundcheck, ja. Ich muss da jetzt, glaube ich, mal hin. Wo gehst du eigentlich hin? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Da lang. Echt? Ja. Sicher? Ja. Okay. Sicher? Nö. Ja. Ah. Hey, Superstar! Superstar ist da! Wie geht's? Wie ist die Lage, hä? Ich bin schon nervös, was soll ich sagen, oder? Ja, gut, das gehört dazu. Ich glaub, dass unsere Liebe in Gefahr ist. Sag mir, merkst du das nicht auch? Das hab ich im Kopf, glaub ich. Weil ich Macher bin. Ich bin's. Baby, ich glaub, es ist vorbei. Baby, ich glaub, es ist vorbei. Baby, ich glaub, es ist vorbei. Weil nichts wirklich für immer bleibt. Es ist so ein, wie nennt man das, so ein Autoscooter auf der Kirmes, wenn er hängt, kommt, weißt du? Blau, rot, ba, 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 ba. Auf einmal so ein Balkan-Disco-Beat hier, ey, das ist ja geisteskrank. Fühl ich mich wie im Kosovo in so einer Disco, wenn ich das Ding hier sehe, ey. Wahnsinn. Und der ist der DJ. Das krieg ich auch so hin. Ich hab mich irgendwo von dem Beat nicht da. Hilfe Dortmund, ich will was sagen. Oh, hast du mich schon drauf? Nimmst du schon auf? Filmst du? Boah, ey Dortmund, ich will was sagen. Heute ist ein ganz besonderer Stop. Heute ist zum ersten Mal der sagenumwobene, besondere Pianist Aside der Krieger am Start. Alter, wow, krass, Mann. Das ist Montez. Krass, das ist A-Side. Ey, das ist Montez. Ey, das ist A-Side. Und das ist Montez. Und das ist A-Side, er ist another Rapper. Alter, wir spielen heute zum ersten Mal in dieser Tour zusammen unsere Piano-Versionen, Leute. Oh mein Gott, bist du bereit? Krass. Also mach dir keine Panik, du wirst schon bald vergessen haben, dass ich da war. Für dich war unsere Liebe zwar Titanic, für mich schon lange nicht mehr auf dem Radar. Nada, alles was ich sag, alles was ich tu, mach ich dafür, dass ich dir noch nah bin. Aber alles, was du sagst und alles, was du tust, musst du dafür, dass ich nicht mehr da bin. Ja.
und erstmal den ersten Ton gesungen hast, so über, dann ist richtig, dann geht das alles raus. Was ich dir raten würde ist, ich bin Adrian Asdani. Heute ist mein allererster Auftritt in meinem Leben, dann rasten die auch schon alle aus. Sonst ist der halt so, boah, ja. Und ich habe ein paar Lieder für euch, die würde ich euch gerne zeigen. Fertig, zack. Und dann hast du die schon die letzten Tage gesagt, ey, wenn Adrian kommt, voll, wir freuen uns voll auf den. Hier ist keiner eklig oder so. Mann, du kannst jeden, können das auch. Du hast ja gerade bei mir gesehen, bei mir dauert sogar das auch eine halbe Stunde. Wenn das jetzt gleich bei dir eine Stunde dauert, bis du dich berührst, dann ist es so. Das ist überhaupt kein Ding, ne? Also ohne Scheiß. Kennst du deine Songs auswendig oder so? Wirklich empfehlen, ich weiß, du singst zum ersten Mal jetzt live und du hörst zum ersten Mal das Gefühl etc. Und vielleicht traust du dich noch so ein ganz bisschen, aber wirklich dieses ich gehe einen Weg und ich bleibe allein. Ich fühle mich wie alles in mir gerade zerreißt. Du bist weg und ich bin alleine, alleine, alleine. Also das musst du rauspressen da, Junge. Das ist die Magic, das ist die Adrian Magic. Okay. Und die kannst du ruhig. Deswegen meine ich, wir machen es so lange, bis du dich richtig wohlfühlst. Ne? Wenn du dich noch lauter brauchst, wenn du mehr Höhen brauchst, damit du mehr die Töne halten kannst. Oder so. Das können wir alles ganz in Ruhe mit Adrian checken jetzt. Wir haben jetzt gerade mal 3 Songs gemacht. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir machen es so lange, bis du richtig dich wohlfühlst. Und ich glaube, wichtig ist, dass du wirklich dich traust. Es ist schwierig zur Zeit. Manchmal fühlt man sich ohne Grund so allein. Auch wenn wir uns gerade nicht sehen können, du weißt, ich denke nur an dich. Ganz egal, was ich versuch, ich kriege nie genug. Ich glaub, ich bin verflucht. Denn Baby, ich denke nur an dich. Es ist schon spät, doch ich bin. Also trau dich, die wirklich zu singen. Also, wenn du in die Hook reingehst. Trau dich, das wirklich zu singen, weil du musst ja am Anfang der Hook musst du mitsingen. Das ist der wichtigste Teil des Songs. Okay. Das musst du unbedingt mitsingen und glaub mir, es klingt draußen richtig krass. Immer wenn du es machst, ist sie draußen so wie vom Band. Es klingt original wie vom Band. Das ist wirklich überkrass. Schön, ja, wir hören jetzt auch auf. Wir hören jetzt auch auf. Vielleicht gibt es ein bisschen Honig, ein bisschen Dings. Bro, wirklich, lass dir das von mir gesagt haben. Es ist wirklich brutal krass. Du brauchst dir gar keinen Kopf machen. Es wird richtig, richtig, richtig geil. Du sitzt da wie ein Superstar. Es sieht todesgeil aus. Glaub mir, das ganze Ding, das wirklich, das wird dein Ding heute, glaub mir. Danke. Bro, viel Spaß, ey. Genieß es einfach. Genieß dein erstes. Das wird Bombe, Mann. Das wird Bombe, Digga. Meinen Weg und ich bleibe. Ich spüre, wie alles in mir grad zerreißt. Du bist weg und ich bin alleine, alleine, allein. Ja. Oh mein Gott, Digga, du hast es geschafft, Mann. Junge, du hast es geschafft, Alter. Ich bin so stolz, Digga, ich schwöre, heftig, Digga. Heftig, Mann. Junge, krankste Gefühl, ne? Digga, Leute, jetzt hat der Blut geleckt, Adrian Asdani ist weg, Digga. Geil, Alter. Oh, Mann, Alter. Ich hab wie ein Traum. Ich hab das gar nicht so, als ich so davor stand und ich so die Leute gesehen hab und dann so die Musik angehen, ich dachte so, Alter, das kann nicht sein. So, das ist doch nicht mein Leben jetzt hier, Alter, dass ich hier vor so vielen Leuten auftreten darf. Geisteskrank. Doch, Mann, genau das, Digga. Ey, du hast es so gut gemacht, Mann. Ich bin sehr, sehr stolz. Ist sehr stark, Dicker. Das war wirklich sehr stark. Das war richtig krass, Unscheiß. Das war richtig krass, Mann. Ich hab, glaub ich, nicht einmal meine Augen offen gehabt. Ich hatte die ganze Zeit die Augen zu. Ich glaub, ich aber beim Reden war aber. Ja, beim Reden hab ich Bombe aufgemacht. Ich, beim Singen mach ich auch mal zu. Ja, schon. Ja, Digga, ich bin so stolz. Heftig, Mann. Hast du durchgezogen. Er hat's durchgezogen, Mann. Heftig, sein erster Auftritt seines Lebens, Alter, krank. Ach, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht. Blut und Schweiß, Tränen und Zeit. Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis? Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit?
nicht. Dürfen Sie kurz am Mannschaftsbus noch abfangen? Jetzt. Sie haben sich ganz schön rar gemacht. Jetzt laut ihr mir schon hier am Mannschaftsbus auf, ne? Ja. Aber vor uns kann man sich nicht verstecken. Ja. War ja ein ordentlich anstrengendes Spiel, ne? Bei der Spielstärke der Gegner. Absolut. Ich habe gemerkt, ich dachte eigentlich, dass die Pause mir ganz gut getan hat, dass ich mich da gut auskurieren konnte. Habe dann aber während des Spiels gemerkt, dass die Verletzung einfach doch nochmal nicht ganz auskuriert war. Und ich glaube, dafür haben wir es gut gemacht. Bis zum Ende durchgezogen. War wirklich hart, sehr, sehr hart, körperliche Grenzen gestoßen. Aber ich hatte ja heute auch ein paar Gastspieler dabei, ne? Die mich gut unterstützt haben. Ja, war ja auch ein super Debüt von dem jungen Adrian. Ja, Wahnsinn. Also so eine Nachwuchsabteilung, also da mache ich mir gar keine Sorgen für die Zukunft. Ne? In unseren eigenen Reihen so junge, talentierte Leute zu haben. Erstes Spiel, direkt Hattrick. Wirklich, das muss man erstmal nachmachen. Ja, man hat auch gemerkt, nach dem Hattrick, da ging auch wieder so ein richtiges, so ein positiver Vibe durch die Mannschaft. Also da hat dann auch die Fankurve auch noch eine Choreo ausgepackt. Da ging ja wirklich im positiven Sinne alle Lampen an. Ja, ich sag mal, man fiebert ja mit für die jungen Spieler. Ne? Man war ja selber mal ein junger Spieler und man kennt das ja. Das ist nicht einfach, das Geschäft. Ne? Und wir sehen ihn ja immer im Training, gut er trainiert. Mhm. Und jetzt hat er heute seine Chance bekommen, hat die genutzt. Top Talent. Toll. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das nächste Spiel. Wo geht's hin? Wir gehen jetzt morgen ins Nürnberg. Ja. Nürnberg. Genau. Ja. Ja. Dann hoffe ich, dass Sie da auch mit 3 Punkten rausgehen. Da probiere ich aus. Super. Gute Fahrt.